Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Injustice Gods Among Us. Der einzigen Folge für heute, auch morgen ist zumindest eine Folge geplant, nämlich von Let's Play Injustice Gods Among Us. Wie viele Folgen morgen kommen, müssen wir mal schauen. Es könnte sein, dass ein Let's Battle kommt, es könnte sein, dass ein Black Crystal Dances kommt. Also Black Crystal Dances höchstwahrscheinlich. Aber das nehme ich ja nicht auf, deswegen, das lade ich dann hoch. Deswegen mal schauen, wie viel Folgen es morgen gibt. Ja, beim letzten Mal bei Injustice hatten wir die Story von Scorpion gespielt. War eine recht bescheidene Folge, knapp eine Stunde, ziemlich aufgeregt und oft verloren. Bevor wir jetzt anfangen, nur eine kurze Sache. Ihr habt ja gesehen, gestern, beziehungsweise heute früh, aber für gestern, habe ich L.A. Noir gemacht. Wenn ihr das möchtet, können wir natürlich auch L.A. Noir weiterführen und dann Injustice nur jeden Freitag. Aber da halt kein Feedback kam, bleibt es bei Injustice. Genau, es war beim letzten Mal ziemlich beschissen und deswegen werde ich dieses Mal auf leicht spielen statt auf Mittel. Auch wenn das dann wahrscheinlich zu einfach ist, aber wie gesagt, ich habe mich gestern ziemlich aufgeregt und wir wollen ja nicht immer so lange brauchen. Deswegen gehen wir heute in die Kämpfe rein. Kommentare gab es wie gesagt keine. Auch nicht zu der Figur, die wir jetzt spielen. Ich hatte ja da die Entscheidung euch gestellt zwischen Martian Manhunter und Zatanna. Da aber jetzt nichts kam, werde ich Zatanna nehmen. Das heißt, ich werde jetzt Zatanna nehmen, beim nächsten Mal ist es dann der gute Lobo und dann danach Martian Manhunter und ja, danach muss man gucken, danach kommen die normalen Figuren. Aber jetzt heute nehmen wir Zatanna. Und wie gesagt, ich werde jetzt hier leicht benutzen, weil Mittel ist mir einfach gestern so auf die Nerven gegangen. Ich will zumindest eine Folge auf leicht versuchen, wenn das dann... wie ich wieder auf Mittel stellen soll oder es mir vielleicht auch zu langweilig ist, dann schauen wir mal. Könnt ihr natürlich auch euer Feedback schreiben. Dann wollen wir gleich mal loslegen. Mal sehen, welche Gegner wir haben werden. Ja, erster Gegner Aquaman, wenn ich das schon sehe. Ganz toll. Den mag ich immer noch nicht. Jedenfalls nicht als Gegner. Naja, wollen wir mal sehen, wie wir heute so drauf sind. Heute so spielen. Stell dich auf eine Überraschung ein. Okay, interessantes Outfit von Aquaman. Los geht's. Wir haben uns selber also gerade aus dem Zug aus dem Hut gezaubert. Ja, ja, Zatanna ist ja eine Magierin. Und das sieht man hier auch sehr schön an den Namen. Ich glaube, hier tue ich jetzt die Namen nicht vorlesen. Also es gibt hier anscheinend wieder zwei Haltungen. Eins ist die Sargons Huthaltung. Aber hier lese ich jetzt die Namen nicht vor. Man merkt schon, es ist eine Magierin. Man kann das quasi gar nicht lesen. Ich glaube, man muss es rückwärts lesen. Dann wäre nämlich zum Beispiel das letzte bei den normalen Angriffen Spiegel und Rauch. Und davor wäre Feuerkuss. Davor davor ist Ringverbindung, das erste, das ist echt schwierig, weil man muss die rückwärts lesen. Das erste ist der Mehrfachkick und bei der Sargon-Zuhaltung haben wir einmal Magie, echte, ja wahrscheinlich echte Magie, da muss man wahrscheinlich das erste vor dem zweiten nähern. Das zweite wäre Abos. Oh Mann. Absorbe. Das zweite ist absorbieren. Und das dritte ist magische Säule. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen nervig, Mann, dass man hier rückwärts lesen muss. Passt aber gut zu ihr, weil sie halt eine Magierin ist. So, was hat sie für einen Spezialtrick? Der Spezialtrick sogar verschiedene Sachen, gut zu wissen. Sie hat einmal Sargons Huthaltung, das ist die J-Taste.
Sage uns, Hut, rüstet Zatanna mit ihrem Zylinder und ihrem Zauberstab aus, wodurch ihre Magie fokussiert wird und sie ein volles Arsenal neuer Zaubersprüche erhält. Ah ja, dann haben wir noch den Zauberstab-Klatscher, den steigenden Zauberstab und den Zauberstab-Kracher. Und ansonsten haben wir noch die echte Magie. Ein Fessel, ein geraden Schuss magische Energie, der sich über die Länge der Arena bewegt. Aufwärtsmagie. Ein Fessel, ein aufwärtsgerichteten Magiestoß, der sich ist, um Gegner an der Luft nach unten zu schlagen. Ich bin gespannt, ob andere Let's Player das vorlesen. Bodenmagie. Ein Fessel, ein Magiestoß, der über den Boden fegt. Magische Säule ist ein Zauber, der eine aufsteigende Säule aus Magie erschafft, die unter den Gegner hervorbricht und ihn in die Luft schleudert. Und dann haben wir noch den Blitzstab. Eine mächtige Beschwörung, die Zatanna mit einem Feld reiner Elektrizität umhüllt, der ihre Gegner wegschleudert. Und absorbieren. Ja. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen schwer hier. Absorbieren erschafft ein magisches Portal, das gegnerische Projektilangriffe absorbiert. Okay, dann scheint Zatanna ziemlich stark zu sein, kann alles kontern und auf verschiedene Weisen angreifen. Aber die Frage ist, ob wir das auch hinkriegen. Wir haben jetzt natürlich hier den ersten Kampf. Wir werden hier nicht besonders viel kämpfen. Ja, man merkt schon, dass sich da eher kaum wehrt. Na, komm hin. Zweites Leben. Ah, jetzt zweites Leben. Leg dich niemals mit einem magischen Mädchen an. Ich mag es, Zatanna, sehr. Ich bin aber auch ein Magier-Fan, ne? Wegen dem guten Gandalf zum Beispiel. Tja, das habe ich geblockt, mein Lieber. Ja, sie nutzt es zum Beispiel. Sie kann es nicht werfen, aber sie nutzt es. Ja, da werden wir kein Problem haben. Da hat uns das erste Mal wehgetan. Aber da ist erledigt. Da hatten wir gar kein Problem. Magie ist hin. Da. Gleich, gleich, gleich. Okay, das Ende ist ein bisschen lame. Das Ende fand ich jetzt ein bisschen lame mit Magie ist kinderleicht. Aber das davor mit dem Einstieg war halt cool. So, ein zweiter Gegner, Black Adam. Nichts zu unterschätzen. Aber wir spielen jetzt auch auf leicht. Wie gesagt, jetzt dürfte es deutlich leichter gehen hier. Wir befinden uns in Arkham. Passt aber bei mir gut rein, weil ich heute sehr wenig Zeit habe. Ich bin zurück. Er ist zurück. Los geht's. Und er wird bald wieder weggehen. Allerdings haben ihre Zauberstabangriffe jetzt auch nicht so mega die Reichweite, ne? Ja, der kann es gar nichts. Wie man schon sieht, bei leicht werden die sich halt kaum. So, da ist er am zweiten Leben. Ja, jetzt haben wir den Start. Jetzt haben wir mal ins Ziel gewechselt. Das ist jetzt der mit dem mit der Hubmagie. Ach so, und das gilt nur für eine bestimmte Zeit, okay. Weil ich habe nicht nochmal auf J gedrückt. Ja, der kann uns überhaupt nichts. Ich will ihn mal, aua. Ich will ihn mal nach vorne treiben. Ja, aber so weit kommt er gar nicht. Ja, wie gesagt, leicht ist halt deutlich easier als Mittel. Das merkt man schon. Aber ganz ehrlich, nach den letzten beiden Folgen ist das auch gerade etwas entspannender hier, muss ich sagen. Wenn es euch zu leicht ist, dann halt bitte in die Kommentare. Und ich bin halt gespannt, wie es in den letzten Runden läuft. So, hier haben wir jetzt Catwoman. Ich meine, die ersten fünf haben wir auch auf Mittel ohne Probleme geschafft. Erst danach wurde es halt ätzend. In der Betthülle. Jetzt husch, weg mit dir. Oh, cooles Outfit, Catwoman, mit kurzen,
Ja, sie muss noch was erledigen mit kurzen Haaren. Gefällt mir. So, komm gegen den Mac-Computer einmal, du willst es. Und dann hauen wir dich um. Ja, aber wie gesagt, ihr... Da hab ich abgewehrt, meine Liebe. Ihr ganz normaler... Zauberstabangriff hat jetzt nicht gerade die geilste Reichweite. Ist halt leider so ein Harry Potter Zauberstab. Die mag ich ja nicht besonders. Die wissen vielleicht einige. Ich will sie mal werfen. Da war das zweite Leben. Das war Satanas Wurf. Und Levelübergang. Ja, wenn sie schon mal da stand. Tut mir leid für Catwoman, aber wir wollen das heute schnell beenden. Deswegen darf Luxie hier. Aua. Ja, ein paar Mal treffen sie uns trotzdem. Aber es ist ja auch auf leicht und nicht auf sehr leicht. Ich würde gerne, dass sie wieder hochfliegt. Nein, andere Seite. Da hat sie uns in ihrem Finisher erwischt. Und der Finisher sah richtig schmerzhaft aus. Ich weiß gar nicht, ob wir den mal hatten. Ja, dann mache ich meinen auch. Wir haben sie nicht erwischt. Und sie hat uns nach oben getreten. Ne? Wie war das gerade eben? Catwoman ist kein Problem. So viel dazu. Das war gerade sehr schmerzhaft. Da habe ich sie gerade wirklich unterschätzt. Das war aber gerade meine Schuld. Leider haben wir jetzt unsere Finisher nicht gesehen. Tja, Catwoman. Chance vertan. Aber trotzdem hat es uns gerade ganz schön wehgetan. Magie ist Kind. Da. Gleich lang. Ja, wie gesagt, das Ende mit dem in den Hut zurückgehen ist irgendwie ein bisschen lame. Da ist der Beginn irgendwie geiler. Da haben auch andere irgendwie coolere Outros und Intros. So, nächster, General Zod, den hatten wir gestern auch mal, der war nervig, war nicht unüberwindbar, aber er war lästig auf Themyscira. Ja, der Ort gefällt mir hier auch, muss ich sagen. Auch den würde ich gerne runterschmeißen, aber der Catwoman war jetzt überraschend stark, habe ich sie echt unterschätzt. Dieser Planet wird mir gehören. Ich finde nur das Outfit von ihm ein bisschen lahm, er hat ja auch mehrere Outfits. Aber wie gesagt, das Arme hinter... Los geht's. Das Arme dahinter verschränken, das hat was. Und das war nice. So, wir wollen dich fliegen lassen, mein Lieber. Deswegen treiben wir dich hier vor. Da beschwört er wieder seine Viech. Ich wüsste immer noch gern, was das tut. Und einmal durch. Damit dürfte er im zweiten Leben sein. Ein paar Mal hat er uns halt getroffen, aber... Im Moment strenge ich mich auch nicht besonders an, muss ich sagen. Leg dich niemals mit einem magischen Mädchen an. Dass er sie einen Hut verschwinden lässt, finde ich auch ganz lustig. So, jetzt könnten wir mal ernsthaft an die Sache rangehen. Komm, du willst meine Kanone abkriegen, ich weiß es. Ich mag das mit der Kanone, das ist cool. Tja, das war daneben, mein Lieber. Okay, das war von mir daneben. Und damit ist erledigt. Magie ist Kind. Also ihr seht schon, die leichte Schwierigkeit ist ganz anders als Mittel. Das hat man ja gestern im Kampf gegen Superman gesehen und jetzt sieht man es halt komplett. Aber wie gesagt, ich wollte heute nicht so beschissen haben wie die letzten beiden Parts. So, wir sind auf der Halbzeit und treten gegen Ares an. Im Mittel wurde es ab jetzt lästig. Wir sind beim Flughafen. Glaube ich. Nee, das ist Halle der Gerechtigkeit oben, glaube ich. Oder der Turm, weil das das liegt. Seht den Gott des Krieges. Seht den Gott des Krieges. Ich finde ihn ja immer noch cool vom Aussehen und von seiner Ausrüstung. So, ich will ihn mal hier hinlocken. Ich will ihn als erstes nämlich abbrennen. Wow, ganz schön schnell, mein Lieber. So, bitteschön. Und jetzt will ich dich gerne da durchboxen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, auf leicht kann man mit den Gegnern durchaus spielen. Auf mittel hat man halt da keine Gelegenheit dazu. Aber das ist gerade für mich wirklich Entspannung vielleicht zu den letzten Folgen hier. Das war sein Wurf, der
War sogar unschön. Und da ist er am zweiten Leben. Ja, da hat sie jetzt nichts gesagt, da hat sie sich jetzt nur verbeugt, ganz spöttisch. Und einmal Levelübergang. Oh, gegen einen Satelliten. Und wieder zurück in den Turm. Wir hatten übrigens schon letztes Mal eine Errungenschaft, aber ich weiß gar nicht, ob wir die Errungenschaft hatten vom Nachstellen. Oder nicht, da bin ich mir gerade nicht sicher. Na, Ares. Da ist erledigt. Ja, die sind heute ziemlich einfach. Ich glaube, wirklich Herausforderungen werden wir erst auf den letzten Plätzen dann haben. Aber wie gesagt, schadet doch nicht, wenn wir mal auch einen etwas simpleren Part sehen, wo ich mich nicht dann immer zu Tode aufrege. So, nächster Gegner, der gute Deathstroke. Der könnte lästig werden, in Atlantis. Ja. Der könnte lästig werden. Weil man darf es nicht unterschätzen. Catwoman war jetzt auch nicht so easy. Aber cool, wie er halt seine Waffen nachlädt vor dem Kampf. Na, da kommt er ja mit seinem Energie angesammelt. Na, mein Lieber. Na, sie kann es nicht benutzen, okay. Aber das hier geht natürlich. Ja, ich mag ihre Art zu kämpfen. Sie kämpft halt sehr elegant, aber sie ist ja auch eine Magierin. Mist. Aua. So, du willst nochmal duschen? Ich sehe schon. Ich mag doch nicht so ungewaschene Söldner wie dich. Also eigentlich mag ich ihn schon, aber... Jetzt habe ich dich da, wo ich wollte. Ich denke, ich werde dich in einen Molch verwandeln. Ein Konflikt, den wir verloren haben. Er hat Gesundheit regeneriert. Scheiße. Also, heute wird keine Molchverwandlung stattfinden. Ein Treten gegen den Thron von Atlantis, aber sehr wohl. Aber auch Deathstroke ist jetzt natürlich nicht sehr stark. Wir haben hier immer noch weit Oberhand. Obwohl er ein bisschen lästig ist, muss ich sagen. Aber der ist erledigt. Magie ist Kind. So, jetzt als nächstes kommen wir zum Platz 7. Wir machen jetzt natürlich gerade einiges an Erfahrung hier, weil wir halt ständig Siege machen. Aber da kommt jetzt Bane. Und Bane war ja auf Mittel der absolute Krampf, das haben wir schon gesehen. Sowohl damals in der Story selber als auch im Kampf. Hier bei den einzelnen Stories. Wir sind im Metropolis von einer Erde mit der Superman-Statue auf der Erde drauf. Das sieht man im Hintergrund. Der pumpt sich ja hier mal Venom rein. Da ballert er sich gleich mal Venom rein. Ja. Aber das wird dir nicht helfen, Bane. Denn mit purer Kraft kommst du bei mir nicht weiter. Na, wir können es nicht werfen, okay. Ja, natürlich schon, aber er hat uns verfehlt. Ja, er tut immer noch weh, er macht immer noch eine Menge Rums, das sieht man schon. Da wendet er uns übers Knie, aua. Ja, und zu unterschätzen ist Bane auch im Leicht nicht. Weil der macht einfach eine Menge Schaden. Ich nehme jetzt nicht meinen Finisher. Weil er jetzt schon im zweiten Leben ist. Aber jetzt mache ich ihn. Aber wir haben ihn nicht getroffen. Mist. Ärgerlich. Bane könnte uns ein Leben kosten. Obwohl er auf leicht ist. Der ist immer noch ein Tier. Auch auf leicht ist der Kerl ein Tier. Aber es passt halt zu Bane sehr gut. Also ich weiß nicht, Satana vom Kampf her finde ich sie jetzt nicht so mega episch. Ich finde sie halt sehr elegant. Aber ganz ehrlich, auf Mittel hätten wir so auf die Fresse bekommen.
Ja, der hat uns fast ein Leben gekostet. Da haben wir ihn erledigt. Magie ist Kind. Ich finde bei den Kopf von Superman cool, der da abfällt. Hat man jetzt auch gerade wieder gesehen. So, 87 Siege, 43 Niederlagen. Dann haben wir jetzt den Martian Manhunter. Den werden wir selber bald spielen. Ich würde gerne Finisher sehen. Bisher haben wir zweimal versucht und zweimal wurde er geblockt. Das finde ich ein bisschen doof. Weil der würde mich ja doch interessieren. Wir sind ein Goffe. Und ja, das gerade eben war Martian Manhunters. Er wird die Erde verteidigen. Das gerade eben war Martian Manhunters Tarnung. Seine Menschenform. Ich glaube als Privatdetektiv, aber. So, einmal gegen den Heli. Hier muss ich mich jetzt sogar ein bisschen mehr anstrengen. Wir können das hier benutzen. Alter, werfen wir einfach den ganzen Turm um, alles klar. Alles klar, Satana. Sollte das eine Lady wie du machen? Weiß ich jetzt aber nicht. Und da ist er. Ich liebe Magie. Da ist er im zweiten Leben. Da war Bane gerade deutlich stärker. Na, können wir ihn hier durchprügeln? Aua. Nein. Sehr gut, wir haben seins geblockt. Wir können unsere Seile noch nicht benutzen. Aber jetzt können wir es benutzen. Ach Mist. Aber wir haben zumindest seine Finisher auch geblockt. Und da ist er erledigt. Sehr schön. Magie ist Kind. Ja, man merkt schon. Bei leicht muss ich mich halt nicht anstrengen. Das ist halt was ganz anderes als Mittel. Das ist fast schon langweilig tatsächlich. Deswegen wollte ich auch ursprünglich immer auf Mittel spielen. Aber zumindest heute wollte ich mich halt nicht so aufregen wie in den letzten. So, Green Lantern, vorletzter Gegner. Wie gesagt, kommen wir auch entgegen, wenn heute die Folge etwas kürzer geht. Wir können ja entscheiden, ob wir morgen wieder auf Mittel spielen. Weil sie haben bis jetzt ohne die Niederlage geschaffen. Das muss man gleich sehen. Hier sind wir jetzt am Flughafen. Und du kriegst gleich mal den da ab. Und dann will ich dir auch die Flaschen an den Kopf schmeißen. Denn die Flaschen mag ich persönlich. Ich sagte, die Flaschen mag ich. Ach. Ja, er nervt jetzt zum Beispiel schon mehr, aber er ist auch der vorletzte Gegner. Aber so wirklich herausfordernd im Vergleich zu gestern zum Beispiel, wo der auf Mittel war, ist Green Lantern gerade auch nicht. Ganz ehrlich. Der könnte viel stärker sein. So, zumindest einmal. Ja, sie stürzt sich da so runter. Das ist eigentlich ganz cool. Und leider hat er uns mit seinem Finisher erwischt. Das tut weh. Aber ich hoffe, dass wir jetzt unseren langsamer machen können. Nein, wir haben ihn verfehlt. Er hat es nicht abgewehrt, aber wir haben ihn verfehlt. Schade. Sollten wir den Finisher jetzt nicht sehen, werde ich ihn natürlich in die Videobeschreibung stellen, ist klar. Ja, also verglichen mit Mittel ist er gerade überhaupt nichts hier. Er hat uns jetzt ins zweite Leben geboxt, aber ganz ehrlich, in einem mittleren hätte er uns schon längst gekillt. Da ist er erledigt. Da ist er erledigt. Magie ist Kind. Also auf Mittel hätte der uns halt schon längst erledigt gehabt. Und selbst so hatte der uns jetzt ein Leben abgezockt. Green Lantern ist echt ein nerviger Gegner. Okay, Superman. Gestern habe ich ja meinen Hass gegen ihn gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und ja, den Hass habe ich gegenüber immer noch. Ich hoffe, dass wir den Kampf jetzt genauso gut schaffen wie jetzt die anderen Neunen. Sollte eigentlich möglich sein, hat man ja Batgirl beim letzten Part am Anfang gesehen. Hier ist Gottes. Ja, wir werden sehen, ob er das hat. Er ist ja der Einzige, der sich nicht selber ankündigt.
auf egal welche Weise. Ich mache ihn jetzt schnell fertig. Ich habe keinen Bock auf den. Ja, er ist trotzdem lästig. So, jetzt mache ich hier nochmal... Ach, wir können so nicht springen. Aua. Und da ist sie schon wieder weg. Also, keine Ahnung, die andere Haltung. Da finde ich die Haltung von Wunderwurm oder so irgendwie geiler, die man dann dauerhaft haben kann. So, Gebietsübergang. Superman hat jeden Schlag verdient. Spätestens ein Skorpion beim letzten Part. Wie gesagt, ich mag ihn auch als Charakter nicht. Das muss ich einfach so sagen. Genau, leg dich mit mir nicht an, Superman. Da werde ich fuchsig. Ich überlege gerade, ob ich mich bloß verprügeln lasse wegen dem Finisher, aber wir haben jetzt eh schon wieder einiges an Punkten. Ich lasse mich jetzt mal verprügeln. Ja, werde ich sowieso. Also da wollte ich mich jetzt nicht verprügeln lassen, seinen Finisher wollte ich abwehren, aber das ging wieder mal nicht. Ja, er tut trotzdem weh. Weniger als Green Lantern zum Beispiel. So, hoffentlich wäre das nicht ab. Ha! Sehr schwer, hat es nicht abgewehrt. Jetzt sehen wir sie zumindest einmal, den Finisher. Pam! Ist eigentlich ganz nice. Aber ich finde, es gibt einen nicere Finisher. Ja, hier ist Superman kein Problem. Da ist er erledigt. Damit haben wir die Kämpfe für Zatanna erledigt. Und Superman wird wie immer in die Phantomzone gesaugt. Ja, mit Zatanna war das absolut kein Problem. Also der nervigste war jetzt wirklich Green Lantern, der uns zumindest ein Leben abgezockt hat. Und Bane war auch nicht ohne. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zu gestern war das gar nichts. Wir haben ja nie verloren jetzt gerade. Aber wie gesagt, heute kam es mir entgegen. Ob wir morgen genauso spielen, hängt von euch ab. Ich persönlich würde doch nochmal morgen auf Mittel versuchen wollen. Aber mal gucken. Der Sieg über Superman war eine Erleichterung für Zatanna. Während des Regimes hatten sie und Dr. Fate einen Vorteil aus Supermans Schwäche gegenüber Magie gezogen und den Turm von Fate zu einer Zuflucht für Supermans Gegner gemacht. Sie hatten viele Leben gerettet, doch die Jahre der Täuschung lasteten schwer auf ihr. Nach dem Niedergang des Regimes war Zatanna daran beteiligt, Metamenschen vor Gericht festzusetzen. Doch als Geschworene sich für die Todesstrafe für die eher unwandelbaren Angeklagten aussprachen, griff Zatanna ein. Sie nahm die Gefangenen mit zum Turm von Fate. Dort würden sie bleiben. Eingekerkert, aber lebendig. Okay, also sie hat während das Regime noch stand, hat sie Supermans Gegnern Schutz gewährt mit Dr. Fate zusammen, der ja so ziemlich die mächtigste DC-Figur sein dürfte. Und nach dem Krieg sollte sie über Metamenschen urteilen. Also gefallene Helden quasi und Schurken. Aber sie wollte halt nicht, dass sie sterben. Deswegen hat sie auch im Turm von Fate eingekerkert. War jetzt ganz nice. Wir haben ein Level Up. Ein Level 37 erreicht. Ein neues Heldenkartenporträt, ein Archivarsenalschlüssel und eine Archivzugangskarte. Und dann schauen wir jetzt hier noch. Jetzt war das natürlich gerade irgendwie nichts. Ja, wie ich gestern schon gesagt habe, leicht ist halt eigentlich zu leicht. Aber Mittel hat mich halt gestern so frustriert. Deswegen wollte ich halt zumindest einen Part machen, wo ihr mal leicht seht. Ob ich das morgen genauso mache, weiß ich nicht. So, Schwierigkeitsgrad leicht. Schnellster Kampf 600 Sekunden. 3 perfekte Runden, 0 verlorene Kämpfe, 14 letzte Kombo, 496% insgesamt erlittener Schaden. 6 Minuten Zeit und Kampfpunktzahl 12.302. Ja, das sieht man auch deutlich. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Ich meine, für Scorpion beim letzten Part haben wir das Doppelte gebraucht. Aber naja, wie gesagt, vorher kam es mir entgegen. Und wie es dann beim nächsten Part aussieht, das entscheidet halt ihr. Beim nächsten Part werden wir, wie gesagt, Lobo spielen auf jeden Fall. Bonus-Features. Ich will kurz schauen, Heldenkarte anpassen. Und zwar Porträt. So, einmal das neue Porträt anschauen. Weil das war jetzt natürlich nicht besonders schwer. Keiner von den Kämpfen. Also Green Lantern war ein bisschen nervig, aber Superman zum Beispiel war nicht im Ansatz nervig wie Green Lantern. So, wir haben Lex Luthor für Erfahrungsstufe 36 bekommen und Raven für Erfahrungsstufe 37.
Okay, das war's auch schon. Alles klar, dann gehen wir zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, beim nächsten Mal ist dann der gute Lobo dran und dann Martian Manhunter. Und danach mal gucken. Danach haben wir die ganzen DLC-Chars durch. Danach mal gucken, weil danach kommen halt die ganzen normalen Charaktere mit ihren verschiedenen Outfits. Deswegen wollte ich ja die DLC-Charaktere auch zuerst, weil es da eben nur ein Outfit jeweils gibt. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu, wie gesagt, mindestens einer Folge, wahrscheinlich mindestens zwei, wegen halt der Crystal Dances. Aber mal gucken, ich kann noch nichts Genaues sagen. Und genau, ich hoffe, es hat euch trotz der Leichtigkeit gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.